Das Spiel nicht noch unentschieden ausgehen soll. TV Hildburgstein führt zwar 5:3. Aber am anderen Tisch spielt Ersatzmann Florian Seitz. Der hat sein Pünktchen schon beigetragen als Spieler aus der dritten Mannschaft des TV Hip im Doppel mit Fleming. Aber dass der hier etwas reißen kann. Das kann man sich nur nicht vorstellen. Gegen Dominik Scheer, einer der deutschen Spitzenspieler, so Top 10 in Deutschland, glaube ich, ist er schon. Oder zumindest Top 20. Ein sehr junger Spieler noch, dürfte so um die 20 Jahre alt sein. Ah, der Herr Seitz hält hier noch ganz gut mit bislang. 3:3. Kommt im zweiten Satz besser ins Spiel. Sehr aktiv bei Hildburgstein, Sponsor, Schiedsrichter. Achim Tempelmeier. Das Spiel auch. Christmas, klar. Viel Unterschied in diesem Aufschlag. Hat Dickert falsch eingeschätzt. Ball landet im Netz, 3:3. Nur 6:6. Stell dir nur mal vor, du gewinnst. Als Landesligaspieler in der zweiten Bundesliga ein Einzel. Und am Ende zählt es nicht mehr, taucht gar nicht in den Annalen auf.
Weil vielleicht vorher schon das 6:3 fällt es. Naja. Traum oder Albtraum. Konzentrieren wir uns auf die Realität. Und die sieht so aus, viel auf Schnee. Der nächste Kurs. Dann kann natürlich die Realität schnell die sein, die gerade verliert sein Einzel. Florian Seitz verliert realistischen Erwartungen zufolge sein Einzel und ist grenzlich. Hinkelstein und Backenwald 5:5 zum Saisonausgleich. Ja, der Zug. Und auch das Glück des Zuschauers. Der Held wird gut ergeben, wenn er jetzt bekommt. Und auf der anderen Seite. Ein Halb minus 11:9 von Dominik Schürer gegen Flo Zeitz. Vom Kopf her natürlich unglaublich schwer jetzt als Underdog weiterzukämpfen. Wenn man das Unfassbare, Unvorstellbare eigentlich auf der Hand hat, nämlich den ersten Satz durchaus zu gewinnen und dann mit 11:9 verliert. Dietmar Goblisch hat ein Netz gesehen, muss man akzeptieren. Schnelle Punkte hintereinander zum 1:1 Ausgleich.